Und da sind wir wieder zurück hier bei Evoland in einer sehr traurigen Szene, beziehungsweise Situation. Die Szene war ja schon, unsere liebe Annika ist leider von uns gegangen. Ich verstehe das nicht, wie du so sein kannst, ey. Das nimmt mich immer noch mit, Mann. Ja, das ist echt tragisch. Aber das Gute ist, so wie Steffen sagen würde, das hat alles seinen Sinn gehabt, das passt schon so. Ist schon weiter okay, geht's, weiter nach vorne. Jetzt und richtig weiter geht's vor allem deswegen, weil wir jetzt endlich das Luftschiff haben, mit dem wir zum Mana-Baum gelangen. Und da ist es auch schon und da gehen wir jetzt sofort mal rein. Straight up ahead sozusagen. Schöne Musik. Boah, lenkt sich auf jeden Fall hier wie Nemesis oder so. Achso, okay, mit einem Druck der Angriffstaste. Ein Phallus-Objekt. Boah, Alter, der düst aber ab. Im Norden der Zitadelle meinte er und da ist der Mana-Baum. Okay. Musst du richtig reinfliegen, drauf jetzt landen? Nee, alles gut. Mal sehen, was uns hier für Monten natürlich. Nichts Neues. Leicht boring. Aber wir müssen stärker werden. So, zack. Hat er wirklich schon Schiss gegen den Kampf da bei Zephyros? Ich meine, es war ein Boss. Bosse sind immer schwer. Nee, aber weil wir halt wirklich krepiert sind. Ich dachte wirklich, das wird jetzt ein Ding, wo wir echt ein paar Mal versuchen müssen, 1000 Phoenix Down kaufen. Und wir haben, apropos Phoenix Down, wir haben was vergessen. Ja, einzukaufen. Shoppen. Ja, scheiße. Ah, das nervt mich schon. Also nochmal zurück, oder? Ja, wir haben jetzt Luftschiff, genau. Würde ich sagen, machen wir wirklich so. Alles einpacken, was geht. Alles wegballern. Was soll nur mit Geld? Ja, wir haben ja vor allem jetzt in der Baldur's Gate Diablo-Szene da, Kapitel, ja, haben wir echt eine Menge Kohle gemacht. Hauptsache Baldur's Gate zuerst nennen, weil ist ja wichtiger. Ja, definitiv ist es ja auch. So, zurück. So, die Mucke ist jetzt mittlerweile auch wieder normal. Die Mucke, also ich kann es jetzt nur nochmal sagen, wenn ich die jetzt so wieder so höre, das ist wirklich extremst Final Fantasy 80. Artig. Ja, das stimmt wirklich, ja. Haben diese Spiele an sich einfach Teil 10 aber auch. Also, das ist so typisch Final Fantasy. So hat man früher einen Sonntag verbracht. So schön, chillige Musik. Bist durch die Dörfer gerannt. Hast dann mal eine Stunde Action gehabt. Dann bist du wieder im Dorf geblieben. Hast Karten gezockt. So, Tränke brauchen wir ja tatsächlich gar nicht so viel, da wir ja jetzt uns heilen können. Brauch mal eine seltene Karte. Für 10.000. Oh, auf jeden. Und toter König. Und jetzt musst du nochmal spielen. Scheiße, ich merke schon, das hat er alles. Ich möchte. Der DVD-Player verstehe ich halt immer noch nicht. Was steht denn da? Heutzutage, ich habe. Nee, ich würde gerne mal wissen, was das bedeutet. Aber kauf den später. Erstmal. Na, kauf den jetzt, komm. Ich will jetzt wissen. Und tschüss, langsame CD-Ladezeiten, ihr werdet uns nicht fehlen. Ah! Das wird schneller, oder was? Ja, wir können. Guck mal, wir haben immer noch, hier noch Kohle. Hier können wir uns noch. Ein paar Phoenix Down hier kaufen. Mach leer. Ach, was soll der Geiz? Einmal. Tränke noch? Zwei Tränke noch? Ich hab schon so viele Tränke gekauft. Wir können heilen, das ist Quatsch. Das ist jetzt okay so. Jetzt speichern? Ein bisschen speichern Kohle wieder. Brauchen wir schon noch über. Du musst speichern. Meinst du, was denn? Was bedeutet das? Safe. Ach, safe Slot 1. Ich bin Denglisch Master. Anglizismen, anders kann ich nicht mehr. So, ich bin ja mal gespannt. Jetzt geht's also ab zum Mana-Baum. Wir sind jetzt richtig krass eingedeckt und haben vergessen, Karten zu spielen. Scheiße. Das wollte ich jetzt. Wir sind richtig on point heute, ja. Ich will das noch ein bisschen hinauszögern. Ich weiß, ihr seid aufgeregt. Ihr habt euch gedacht, am Ende des letzten Parts, oh, im nächsten Part, da geht's richtig ab. Aber nee. Jetzt aber das habt ihr verdient. Ich mag das Spiel. Wir spielen so lange dieses Spiel, bis wir alles haben. So, schwer. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Tu mir die Werte an. Oh, jetzt hat er sich in der Mitte gelegt. Der hat den Kefkas Geist sogar. Was heißt ein Sternchen? Ey, unbesiegbar, oder? Unüberwindbar. Greatest Motherfucker on Earth. Ja, aber guck mal, wir haben eine 8 rechts, die bringt uns gar nichts. Bringt uns Annika was? Annika ist am schwächsten oben, das heißt, wir machen mal am hier. Stärksten meinst du? Nee, also unten, ja, unten am stärksten. Ich hab das schon, ja, ich gesagt, schon durch. Immerhin, ja. Wie ich gesagt habe. Ja, geil. Aber wir kriegen den. Perfekt, ist perfekt. Nein, das wollte ich nicht. Das genau, können wir nämlich so machen. Perfekt, hätte ich auch so gemacht. Oh, hier wird's doch nochmal spannend. Wow, der hat aber echt krasse Karten. Alter, heftig. Heftig. Ja, toll, haben wir oben was noch eine 5 oder was Stärkeres? Das, nee, ne? Das Einzige, was wir machen können. Ach nee, ist ja schon unsere Karte. Jetzt hat geträumt. Oh, scheiße, ist ja schon unsere Karte. Wir hätten verloren. Sagt es nicht, du. Mach den Kuba noch links, ja.
Vielleicht noch ein... Ja, naja, 5-5. You lose. Hatte deine Karte mehr gehabt. Ah, da habe ich leider verkackt. Vielleicht hätten wir es reißen können. Wir sammeln einfach Geld, kaufen ganz viele seltene Karten und dann gewinnen wir. Ach so, einfach. Das kann man jetzt... Nee, kann man doch gar nicht mehr kaufen. Aber in anderen Städten vielleicht. Das stimmt, ja. Ich würde sagen, das vertagen wir tatsächlich nochmal. Wir sind dem noch nicht ganz gewappnet. Aber denke, sah nicht ganz scheiße aus. Also, war nur halb scheiße. Wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte, hätten wir vielleicht sogar auf einen Unentschieden geschafft. Glaube ich nicht. Aber ja, ich weiß, du glaubst immer mich. Aber musst du jetzt hier nicht so raushängen lassen. Jedenfalls, schauen wir mal. Ganz reicht das noch nicht. Mit einer Karte mehr, die cool ist, schaffen wir denn. Aber beim nächsten Mal. Ein bisschen ernst wieder, weil es ein Let's Play, ne? Natürlich. Was ist mir eigentlich? Das ist eine Höhle. Für später. Frag mich, ob wir da mal hingehen sollten. Einfach mal gucken. Vielleicht ist es eine optionale Sache. Guck mal, ja. Ihr merkt schon, ich lasse euch hier noch so ein bisschen auf heißen Kohlen. Das ist so geil, wie der mal nicht landen kann. Hier kann er aber landen. Und natürlich werden wir gleich ins Gefecht katapultiert. Ich wollte gerade sagen, wo ist eine Annika, aber... Ja, nee, das ist... Streu doch Salz in die Wunde, John. Das ist die Maria Sommer. Spezial, wir können rufen wieder. Aber lass aufheben. Den hebe ich mal wirklich tatsächlich lieber auf. Ach, Menschenskinder. Ja, 4 ist natürlich echt scheiße. Boah, ey. Ich bin am überlegen, ob ich die Sache hier... Nein, am Ende ist ein Mann. Okay. Ich muss halt erstmal die Westen... Boah, hier. Du musst heilen. Ach, ist rot? Ich glaube, ich hätte vielleicht doch einen Trank nehmen sollen. Nee. Mir kommt zu nichts. Ich nehme doch mal lieber einen Trank, der gibt ein bisschen mehr. Oder du rufst jetzt einfach Barm. Nein, ich mache hier noch den weg. So, und dann sieht die Sache doch schon wieder ganz anders aus. So, dann heile ich mich nochmal schön. So. Dann heile ich mich nochmal. Und dann schaffen wir das schon irgendwie. Ja, man muss halt auch manchmal ein bisschen Geduld mitbringen hier bei diesen ganzen Geschichten. So. Ich habe von Anfang an gewusst, dass wir gewinnen werden. Ja, na gut, verlieren sollten wir jetzt gegen so eine Viecher hier. Hoffentlich kriegen wir 5000 Bill. Definitiv nicht. Gliss. 580. Oh, nicht schlecht geschätzt, ne? Für die Dutchess ist in Ordnung. Boah, ist klar. Aber gut, das geht hier noch. Ja, Baby. Daneben gefällt mir immer sehr gut. Die Links machen mehr Schaden, oder? Die Zumba. Ja. Der Turtle macht kaum. Die fette Schildkröte tatsächlich so gut wie gar nicht. Lässt sich auf jeden Fall aushalten, da können wir sogar ganz in Ruhe nochmal eine kurze Heilung einschmeißen. Ich hätte es besser gemacht, Leute. Ich hätte erst den Zuma besiegt und mich dann geheilt, aber okay. Gut. Das ist halt mir eine Bauernschleue, ne? Lass mir mal. Heil dich nochmal. Doch, komm nochmal hoch und dann schön besiegen. Na gut, weil du bist. Streck mal die ganze Sache hier noch auf eine Runde mehr und ciao. Mehr Parts, mehr Money. Oh, er hat verstanden. Ja, geil. Die Ruinen von Sarudnag. Aber da waren wir doch schon. Das ist. Hä? Haben wir den nicht besiegt? Aber es war doch bei der Zitadelle. Ach nee. Nee. Ach stimmt, hier die Karte ist offen, da waren wir schon. Kommen wir hier mit der Brücke oder was? Ist hier eine Brücke? Ja, tatsächlich. Ist ja die. Boah, dumm, die Scheiße, ey. So, das haben wir natürlich mit Absicht gemacht, um die Sache eben noch ein bisschen zu strecken. Jetzt ist aber wirklich mal gut. Jetzt. Geh mal in den Wald, ob da andere Gegner kommen. Ey, schon, um die Sache zu strecken. Ey, also jetzt will ich den Zuschauern das hier wirklich nicht mehr zumuten. Wir werden jetzt zum Mana-Baum aufbrechen. Nachdem wir hier diese Schildkröte zernichtet haben. Und dann waren wir nochmal in der anderen Stadt, um neue Karten zu kaufen. Dann spielen wir da nochmal Karten. Aber dann besiegen wir den. Eine andere Stadt haben wir ja jetzt hier zum Glück nicht. Aber richtig geil, dass die Dragon Ball mit eingebaut haben. Also richtig gut. Hat mich echt gefreut, ja. Hat mich echt gefreut, ey. Fand ich echt witzig, ja. So, was geht hier ab? Zephyros, du Sau! Zephyros, du Sau! Komm hervor! Zeige dich! Jetzt quatschen wir ja selber tatsächlich. Haben wir jemals schon selber gequatscht? Weiß ich gar nicht. Egal. Ich habe euch erwartet. Wow. Endlich seid ihr hier. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit herrschten die Maien über dieses Land. Doch man machte Jagd auf sie, um ihre Hörner zu rauben. Nur ich habe überlebt. Und heute werde ich Rache üben. Euch wird dasselbe Schicksal wie das Mädchen ereilen.
Der Mana-Baum soll ergrabt werden. Wow, das erinnert stark an Ocarina, oder? Der Endboss? War nicht nur so eine Plattform? Naja, nee, nicht so richtig. Okay, warte mal, jetzt müssen wir erst mal gucken. Na hier, wenn er die Hände drauf hat, schlagen. Ja, ja, schon klar. Und wahrscheinlich in die Augen. Der zieht auch gar nicht so viel ab. Ist alles noch recht easy. Ah, er dreht sich beim Schlagen tatsächlich nicht um. Ist ein bisschen blöd. Du hast doch noch Pfeil und Bogen, oder? Für die Brust. Ich gucke mal. Ich habe schon gesagt, nee, wir können kein Inventar öffnen tatsächlich. Oh Mann. Okay, ist doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Und die Bomben? Ach, du kannst nee, ja nicht. Nee, ab dem Inventar sorry, ja. Gar nichts. Probier mal den Schlagsprung. Ah, jetzt ist aus? Okay. Ja, der macht er immer nur beim dritten Jumper. Also, wir müssen das jetzt halt so machen. Läuft ja. Ja, das bringt ja nichts. Naja, ist klar. Schon aus. Wolltest du nochmal demonstrieren? Scheiße. Mann, das hast du. War gut, sah gut aus. Fuck, 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 fuck. Wir müssen doch, glaube ich, lieber auf Nummer sicher gehen als. Nee, scheiße. Ja, schade. Vielleicht hätte ich rumlaufen müssen oder was? Weiß das ich nicht. Immer rum, dass du ja. Auf der anderen Seite bist, ne? Ja. Na, wir gucken nochmal. Das ist alle kein Problem. Ich dachte schon. Nee, ist schon gewollt so. Ich dachte schon. Jetzt nochmal lesen. Das überskippen wir natürlich. Also jetzt haben sie im Grunde wieder eine neue Bosskampfart hier eingeleitet. Eine neue alte. Naja, klar, schon logisch. Guck mal rum jetzt. Naja, ich mach es erstmal. Oh, man muss halt immer so drauf achten. Abwechseln vielleicht immer. Naja, man muss, nee, man muss halt gucken, wie halt Druck ist, ne? Kannst aber vielleicht auch antäuschen, in eine Richtung rennen und dann dreht er sich anders. Tatsächlich, das ist gar keine schlechte Taktik. Ja. Boah, ey, das ist echt zum Kotzen. Ja, nice. Gut, gut, gut. Was ist denn, wenn du rumläufst? Dreht er sich. Ah, okay. Ja, da dreht sich dann halt wieder dieser Panier. Ja, wir müssen einfach nur Glück haben, dass er sich in die richtige Richtung dreht. In die für uns günstigere Richtung. Ansonsten müssen wir es halt einfach aussitzen. Ja. Voll die Action-Mucke, Alter. So. Ja, das hat er schon Concentration. Ja, und jetzt, wie kommt man da jetzt ran? Ah, okay. Gott, das ist doch Schaden. Ah, okay. Macht Pause. Ah, okay. Also mach immer nur einmal, mach safe. Einmal, weg. Okay, ist einmal. Er schüttelt den Kopf, mach keinen Schaden. Wow, was war das jetzt? Ja, dauert zu lange. Wow. Geh weg. Ach so. Okay, diese Kugel, diese Kugel. Ah ne, pass mal auf, was wir nämlich machen müssen. Oh, verdammt. Jetzt ist sie raus. Ja. Oh, wirklich jetzt? Nein, das ist mir irgendwie ein bisschen zu hart. Einmal nur am besten? Du hast nicht viel Zeit. Das bringt wirklich gar nichts. Das wird wirklich so sein? Ja. Du darfst nur einmal zuschlagen und dann musst du sofort hinrennen. Mann, okay. War jetzt irgendwie blöd, ja. Ja, dann schaffst du es, glaube ich, wenn du sofort. Ey, das boah. Gibt's doch gar nicht. Also, wenn du so gewollt ist, dann ist es ja mal mega hart. Und das ist auch scheiße, man. Kann ja denken, also wenn du. Hä? Springen können wir auch nicht? Das ist ja wirklich hart. Müssen wir das jetzt immer wieder neu machen?
Wahrscheinlich. Das ist ja wirklich mies. Aber wir haben ja noch 5 Minuten Zeit. Die werden wir dafür natürlich noch nutzen. Ist halt ein Let's Play, blind. Keine Profis. Nee, ich hätte jetzt einfach bei Evoland gar nicht mit Schwierigkeitsgrad gerechnet, sagen wir mal so. Ich meine, ich stelle mich jetzt natürlich auch noch nicht mega super an. Na, kommen Sie mal. Oh, da ist ja jemand. Mann, genau das soll nicht passieren. Nee. Ich habe auch jetzt schon mal geguckt, die Kugel kommt jetzt noch nicht raus. Also. Nee, ist klar. So, Nummer uno. Numero uno. Die schon wieder erwischen. Oder was du auch noch machen kannst. Ja, Pfeil und Bogen wieder halt. Nee, geil, nee, auf gut Glück einfach losrennen. Vielleicht macht er die Kugel auch von alleine frei, ohne dass du ihn treffen musst. Kann natürlich auch sein. Kann das wirklich sein, ja. Also irgendwie sowas muss es ja sein. Also vom Timing her, wisst ihr? Unsere bisherige Herangehensweise war definitiv nicht richtig. Das schaffen wir nicht und dann können wir immer nur immer kurz zuhauen. Ja. Das ist doch Quatsch. Ja, man denkt natürlich, man muss da irgendwie in der Mitte treffen, ne? Ja klar, ist ja auch einladen. Aber er schüttet ja auch schon so den Kopf. Nee. So, ich würde doch mal in die Richtung hin. Ja, sehr gut. Naja, ist jetzt halt ein bisschen Geduld und alle gefragt. Und dann geht das doch eigentlich irgendwie. Mach das Licht aus. Ja, ich würde mal sagen, Zeit nur mal Kacke, sorry, erzähl. Den Versuch haben wir noch und wenn nicht, eben danach noch von der Zeit her ungefähr. Ah, ne, das musst du jetzt nicht sagen. Also, das haben wir schon. Das werden sie schon merken, wenn der Part zu Ende ist. Wollte ich mir jetzt sagen? Ich vergessen. Also ich finde es halt immer kacke, so wie jetzt hier, wenn man das nicht beeinflussen kann. Also wenn das wirklich vom Glück abhängig ist und dann... Jetzt renn einfach rum. Sobald er rankommt. Also sobald er steht, wisst ihr? Ja, ja. No? Nee. Tatsache nicht? Okay. Ich kann auch nicht springen, gar nicht. Das fliegt halt ein bisschen kacke. Das schafft man einfach nicht. Kann man jetzt ins Inventar vielleicht? Wenn die Arme absinken? Nee, wirklich nicht. Vor allem ist es so unfair. Ich hau einfach mal weiter rauf. Ich glaube, das dient tatsächlich nur dazu, um zu sehen, wann er halt wieder anfängt, wisst ihr? Och, das ist doch unfair. Ein bisschen. Ruhig. Ein bisschen ist es unfair. Du weißt halt auch nicht, in welche Richtung. Und wie lange vor allem. Ja. Renne gleich. Sonst hättest du es nicht geschafft. So machen wir das mal. Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik. Zack. Zack. Und dann weg. Abhauen. Du hörst doch vom Sound. Ja, ja, deswegen. Ich glaube, dafür ist es einfach nur da. Dass man halt wirklich eine Chance hat, abzuhauen. Zack. Zack, und dann hauen wir ab. Zweimal. Du hast zweimal Sitz und beim zweiten Mal, genau. Und dann kann man nämlich auch genau in die Mitte gehen und dann wird man, ist es auch egal, in welche Richtung er geht. Einmal. Zack. Genau. Ja, so, genau. Ist das doch eine gute Taktik. 1-2 Treffer halten auch tatsächlich, glaube ich, noch aus. Weg. Manchmal bleibt man so ein bisschen blöde da hinten. Und erinnert irgendwie an Sonic 3. Das war jetzt wieder so ein Ding, ich mich frage, was das sollte. Weg. Ja, ja, klar. Ja, ich weiß, du kannst es, aber ja, du kannst auch beten. Alle Dude. Ist halt nur scheiße, wenn er dann das mal nicht macht und gleich weitermacht. Weg. Dann ist scheiße. Fisch. Kann der denn einstecken? Ja, die Frage ist... Ist das richtig? Ist das richtig, ne? Weil der steckt jetzt gerade wirklich schon eine ganze Menge ein. Fuck. Nein! Nein! Aber die Kugel geht auch alleine raus anscheinend. Nein.
Oh, Glück gehabt. Nee, wir müssen ihn schon wirklich eh mal treffen. Nein! Oh, oh, da ich ein bisschen lobe, das ist auch nicht richtig. Der hält ein bisschen sehr viel aus, ne? Aber das können wir, ja, irgendwie rausfinden. Ja, die Frage ist, ob wir das jetzt offscreen versuchen rauszufinden. Sobald wir merken, ah, so geht das, dann starten wir nochmal neu sozusagen und dann steigt ihr mit ein, weil ich glaube nicht, dass ihr jetzt hier noch 10.000 Versuche sehen wollt. Auf jeden Fall ist der Part an dieser Stelle erstmal vorbei. Episch, wir sind gestorben. Der Part mit Evoland. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Projekt auch dabei. Und ja, wir gucken mal, wie wir das jetzt hier machen. Ich denke mal, wir werden erstmal schauen. Gucken wir mal. Wir können euch jetzt leider nicht direkt fragen, weil wir schon zu weit jetzt im Voraus aufgenommen haben. Aber ihr werdet das ja dann sehen im nächsten Part von Evoland. Bis dahin. Ciao und tschüss. Und ganz wichtig, bleibt cool. Schausen. Und dann sind wir wieder hier zurück bei Evoland. Wir hatten jetzt tatsächlich fast schon den ganzen Part wieder aufgenommen und haben es dann aber wieder nicht geschafft, 15 Minuten lang. Und wir haben zwar jetzt rausgefunden, wie wir weiterkommen, aber lasst euch einfach überraschen. Wir wollten jedenfalls jetzt einfach mal... Wir wollten euch jetzt einfach mal nicht zu sehr... Oh, hier ist nur die Maus, sorry Leute. Wir wollten euch jetzt nicht zu sehr... damit nerven jetzt, dass wir noch mal einen ganzen Part Versuche haben, sozusagen. Jetzt sind wir aber schon ganz gut drin. Ich denke, jetzt schaffen wir es auch. Und ja, lasst euch einfach überraschen, wie das jetzt noch weitergeht. Auf jeden Fall war unser erster Ansatz eigentlich der richtige, dass wir zur Kugel rennen müssen. Das haben wir leider dann aufgegeben. Wir haben es ja noch am Anfang erstmal ewig versucht, mit in der Mitte schlagen und hast nicht gesehen. Und da passiert halt einfach gar nichts. Man muss tatsächlich die Kugel dann am Ende erwischen. Da muss man auch so ein bisschen Glück haben, dass die Kugel dann halt nicht so weit weg landet. Jetzt erfülle ich halt mal meinen Zweck hier, weil der Chris braucht halt pure Concentration. Und ich kommentiere das einfach ein bisschen so, er läuft halt hier rum, weicht aus, schlägt die Hand, also das kann man jetzt nicht viel erzählen. Das sind die Profi-Let's Player. Genießt es einfach im Moment. Die Musik vor allem, schöne Musik. Und ja, lasst euch überraschen, wie jetzt der finale Clou ist, weil noch wisst ihr es ja nicht, wie man den besiegt. Eine Hand haben wir schon mal down. Also die, ich weiß nicht warum, aber die Passage nervt mich eigentlich mittlerweile am meisten. Einfach aufgrund dessen, dass man hier manchmal ewig sowas hier hat. Ja, man kann es halt nicht so beeinflussen, es ist halt random meist quasi. Es ist jetzt mittlerweile... Och, ey, ist klar! So weit nervt mich schon wieder. Das ist eigentlich schon wieder ein beschissener Start, weil wir wieder viel zu wenig Herzen schon wieder haben. Weil manchmal wird man einfach getroffen, manchmal kann man nichts gegen machen. Vor allem der schlimme Part kommt ja noch. So, jetzt aber. Boah, Leute. Nervig. Also der Bosskampf ist tatsächlich schon so episch und so... mehrteilig, dass man schon vermuten könnte, dass es hier der Endgegner ist. Ja, aber es wäre schade, weil wir haben noch viele Sterne, viele Karten fehlen. Ja eben, das macht eigentlich nur gar keinen so richtigen Sinn. Also ich wäre jetzt schon traurig. Also ich bin traurig genug, dass Annika von uns gegangen ist, aber... Ja. So, endlich. So, jetzt natürlich... Ach, das war schon wieder... Ja. Da geht's geträumt. So, jetzt muss man wirklich ganz schnell rennen. Sag schon mal gut. Und das muss man auch wirklich, glaube ich, nur zweimal oder so machen. Ja, aber kommt wir haben auf einmal wie oft. Das ist aber auch verflixt. Schade. Also wir haben nicht mal mehr ein ganzes Herz. Also das ist eigentlich schon wieder völlig für den Arsch. Völlig weird. Ich muss dazu sagen, die letzte Form ist gar nicht so schwer eigentlich. Wer sagt, dass das die letzte ist? Na, oder die nächste Form. Also über die sind wir jetzt immer nicht hinausgekommen. Also es gibt noch eine Form, könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken. Nee. Den Controller jagen. Vielleicht ist das ja auch wie Freezer, dass der noch eine 100er Stufe hat, vielleicht. Unbedingt. Wer weiß. Wäre ganz wichtig. Ja, das sind dann auch wieder so Momente, könnt ihr kotzen. Also die Frustration, die steigt langsam. Ich hätte nicht gedacht, dass wir bei Evoland richtig Frustmomente auch haben. Vor allem wir, ich bin ganz entspannt. Diesmal hält er aber auch mehr aus hier, ne? Nee, du hast vorhin besser getimt. Vorhin hast du mehr Schläge machen können. Ich mache aber immer nur zwei. Ja, vorhin hast du mehr machen können. Oh, jetzt nice. Oh Mann, siehst du, guck mal, jetzt war er sogar ganz woanders und man hat es trotzdem geschafft. So, Leute, weiter jetzt.
finde, das sieht sehr episch aus. Ja. Ihr mögt meine steinerne Rüstung zerbrochen haben, doch in dieser Gestalt könnt ihr mir nichts anhaben. Ich werde euch mit Haut und Haaren verbrennen. So, jetzt muss man hier so ein bisschen Zelda-like. Das ist aber wie bei Ganondorf, dass du diese Dinger zurückschleudern musst. Kann man übrigens auch mit den Flaschen machen. Ja. Auch. Ding ist nur, was wir jetzt schon so ein bisschen rausgefunden haben, es muss schon so recht mittig passieren. So seitlich kannst du es vergessen, dann kann man sie zwar zurückschleudern, aber die treffen ihn ja nicht. Dann weg. Genau. Deswegen muss man eher so einen Moment hier abpassen. Aber du wurdest nicht getroffen. Nee, Gott sei Dank. Sieht aber sehr gut aus, wie du das machst. Und wie gesagt, versuch dich mal mittig. Ich weiß, ich hab leicht. Ich kann mich ja nicht mittig stellen. Kannst du doch. Ja, aber wenn jetzt hier so zum Beispiel. Ja, na dann ausweichen, aber dann gleich wieder mittig orientieren. Okay, da musst du weg. Weg. Aber das ist schon. Zu dicht. Kein Bock drauf. Also, ich gehe jetzt lieber auf Nummer sicher. Das ist eine gute Entscheidung. Bam. Sehr gut. Nice. War ein bisschen mutig, aber. Aber lohnt sich. Das lohnt sich. Du hast doch keinen Bock, immer zwischen den Dingern zu sein. Du willst die immer. Nee, dazwischen haben, geht doch gar nicht. Ja, die erwischen dich trotzdem. Hier seht ihr, dann fliegt das Ding vorbei. Macht dann leider nicht so viel Sinn. Ah, das macht auch keinen Sinn. Nee, das macht auch keinen Sinn. Wie gesagt, dann lieber drauf scheißen. Boah. Was geht denn jetzt, Alter? Wow. 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 Das Vieh verfolgt uns ja ewig hier gefühlt. Das sind diese Scheiben von Freezer. Diese Shizu-Scheiben oder wie hießen. Keine Ahnung, was ist das? Wow. Das geht ging tatsächlich gerade dazwischen. Bam. Yes. Dreimal schon. So weit waren wir auch schon. Wir sind diesmal gar nicht so schlecht. Oh, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Das war Bug Music. Ah, fuck, ich hab mich nicht getraut. Ich hab mich nicht getraut. Mach das aber auch mit den Farben nice, irgendwie, dass du das dann erst siehst. Ja! Viermal! Das war ein Tennisschlag, war das ja. Und jetzt? Vielleicht wären wir in einer anderen Welt Freunde gewesen. Victory? Oder? Sollte das der Victory sein? Ich kann mich nicht bewegen. Haben wir es echt geschafft? Oh, das wäre geil. Yes! Held, ihr habt Sephiroth besiegt. Achievement. Geil, Leute, ich muss jetzt erstmal wirklich kurz innehalten. Das hat jetzt wirklich ein bisschen gedauert. Also wir hatten jetzt, wie gesagt, eben Part fast schon fertig. Und das hat nicht geklappt. Und jetzt haben wir aber die Technik rausgehabt. Und das war tatsächlich mit Evolent. Hä, wie kommt man denn an die anderen Sachen dann? Wir haben noch Zeit, alles gut. Ja. Ah, jetzt ärgert mich natürlich, dass wir nicht doch noch einen Versuch gemacht haben in dem letzten Part. Dann hätte es nämlich genau gepasst. Ja. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber du weißt es immer nicht, ne? Ja. Ach, vielleicht haben wir das jetzt auch an den letzten Part rangeschnitten. Wie gesagt, so lange ging es jetzt nicht. Ja, krass, das war Evolent. Ich frage mich natürlich irgendwo erstmal, bevor wir jetzt hier auf das Spiel eingehen, wann soll man jetzt bitte die ganzen Sterne gesammelt haben, die ganzen Karten? Die Sterne hatten wir die Hälfte, höchstens, ja, oder? Ja, die Hälfte, also... Jetzt siehst du alle Entwicklungsstufen nochmal. Mhm. Ja, gut, aber das ist erstmal egal. Auf jeden Fall, das war jetzt tatsächlich mit Evolent. Das ist relativ interessant, in 48 Stunden... Ach, entwickelt. Krass. Also das ist ja gar nicht schlecht. Also dafür monsterschlechter John. Heilerin Annika. Macht des Bösen Sephiroth. Den konnte man leider nicht benennen, sonst hätte ich einen Patty oder so genannt. Keine Ahnung. Oder Tom. Oder Tibor wäre noch besser. Ja, John, wie fandest du das? Kannst du ja schon mal also erzählen. So ein Fazit würde ich halt, oder würde ich sagen, sage ich. Frei nach Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, sorry, dass ich dich unterbreche, Diablo und viel mehr. Aber da waren wir schon ganz richtig. Genau, es ist halt wirklich wie man denkt. Man kommt durch die Spielgeschichte, kann man am Anfang nur nach rechts laufen, dann kann man im Kreis laufen. 85%, by the way. Und also ich bin zufrieden mit dem Spiel, ich bin auch sehr zufrieden mit den Final Fantasy. Das kam nicht zu kurz, also war ja echt fast das ganze Spiel über. Final Fantasy, Battle-Szenen, vielleicht hat man gesehen, dass ich das mag. Also... Und das Zelda war auch sehr viel dabei natürlich, hat mir auch gefallen. Bin jetzt nicht so der Mega-Fan von der Reihe, aber ich kenne es natürlich und es ist auch schön. Und im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich bin ja Gast quasi, mein erstes Gast-Let's Play und dafür haben wir genau das richtige Spiel rausgesucht, um denke mal so auch, drin ja. zu schnuppern, um mal Gute was zu Länge, sehen ja. und jetzt kannst du mal was sagen. Ja, mir hat das Spiel auch sehr gut gefallen. Also erstmal wie gesagt, danke, dass du dabei warst. Ich finde es auch cool, dass wir das gemacht haben. Evolent hatte ich ja schon sehr lange auf der Liste, der Nord Commander wird es wissen. Und jetzt haben wir es endlich mal gemacht. Und
Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen baff, dass es jetzt schon vorbei ist. Habe ich einfach gerade noch nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Auch wenn der Bosskampf schon ziemlich hart für dieses Spiel war und man jetzt eigentlich auch ein bisschen damit rechnen konnte. Aber abgesehen jetzt davon fand ich es mega geil. Das haben wir ja schon im Spiel oft genug auch gesagt, wie schön das gemacht ist. Die Idee einfach zu haben, ist schon mal sehr geil gewesen und auch cool umgesetzt. Diese Final Fantasy-Dinger fand ich auch mega geil. Wie da ja auch gerade schon stand, haben wir ja eigentlich recht gut die Spiele zugeordnet, auch Diablo, Zelda, Final Fantasy und so weiter. Und das haben sie wirklich mit einfachen Mitteln, natürlich alle in vereinfachter Form natürlich, klar, sehr gut hinbekommen und dargestellt. Und ja, die Idee hat gezündet einfach und mir hat es sehr gut gefallen. Und ich würde sagen, Evoland 2 steht definitiv auch noch auf unserer To-Do-Liste. Was jetzt natürlich nochmal angeteasert werden könnte, wäre, dass man nochmal das Spiel sich anguckt, ob man da vielleicht, also ob man jetzt nochmal weiterspielen kann, wenn man klickt, ob man da jetzt bis zum Champion nochmal durchspielt oder so. Aber da müsste man halt wissen, wo man die Karten kriegt, ne? Also das ist die Frage. Ja, also insoweit mache ich jetzt natürlich über Evoland nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwie 100% knacken wollen. Das wird schon noch irgendwelche Ecken und sonst was geben. Mit dem Luftschiff hätte man vielleicht noch irgendwo hinfliegen können, extra Welten oder irgendwas. Aber es ging jetzt hauptsächlich darum, um euch dieses Spiel auch zu zeigen. Vielleicht wolltet ihr dann auch mal selber zocken. Und ich bin vor allem gespannt, wie sie das in Evoland 2 dann weiterführen wollen. Also da wird es dann wahrscheinlich so auf PlayStation und N64 mäßig noch so. Ich meine, gut, wart ja jetzt auch schon zum Ende mit den Render-Grafiken und so. Aber da wird es wahrscheinlich nochmal grafisch einen Tick zulegen. Und ja, wie ich ja auch gehört hatte, dass das dann so ein bisschen auch auf Metal Gear Solid nochmal geht und so. Okay, ja. Also auf den zweiten Teil bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und den werden wir, denke ich, ob zu zweit oder ich alleine, wissen wir noch nicht, aber der wird auf jeden Fall auch noch kommen. Ich denke, das ist klar, wir fanden das Spiel geil, hat uns sehr gefallen. Danke vielmals für Zuschauen. Wir haben es jetzt ein bisschen im Voraus aufgenommen, deswegen können wir jetzt leider nicht auf Leute eingehen, die jetzt groß kommentiert haben oder so. Wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade meinen ersten Part draußen. Also können wir an dieser Stelle nur den The Eddie grüßen, den guten Dave, und der jetzt eben schon kommentiert hat bis zu diesem Zeitpunkt und natürlich den Nord Commander nochmal, der mir dieses Spiel empfohlen hat und alle anderen, die bis zu diesem Zeitpunkt dabei waren, zugeschaut haben, kommentiert haben oder uns in irgendeiner anderen Form unterstützt haben. Seid beim nächsten Mal auch dabei und wir sagen bis dahin tschüss und ganz wichtig, bleibt cool. Tschaußen!